Die Situation in der Ukraine ist eskaliert. Russische Truppen sind in der Nacht zu Donnerstag ins Nachbarland einmarschiert. Für uns vor Ort ist RND-Korrespondent Paul Katzenberger in Moskau. Ich grüße Sie. Paul, wie genau ist die Lage? Was ist da heute Nacht passiert und wie haben Sie das vor Ort erlebt? Ich habe es zufälligerweise direkt, sehr, sehr zeitnah direkt erleben können, weil ich heute Morgen sehr früh aufgestanden bin, bereits um 5 Uhr morgens Ortszeit, was 3 Uhr morgens in Deutschland war. Und weil ich im Augenblick natürlich aufgrund der Lage in der Ukraine und in Russland sehr viel zu arbeiten habe, bin ich halt sehr früh aufgestanden. Und da kam es halt direkt über Twitter, dass tatsächlich jetzt auf breiter Front in der Ukraine von Russland einmarschiert wird, was mich schon wirklich sehr brüskiert hat, weil ich damit wirklich nicht gerechnet hätte. Wie hat die Bevölkerung in Russland reagiert? Was bekommen Sie da vor Ort mit? Also der Krieg hier ist in Moskau hier sehr, sehr weit weg. Also die Bevölkerung reagiert praktisch gar nicht. Ich hatte heute Morgen zufälligerweise, das war einer der Gründe, warum ich früh aufgestanden bin, hatte einen Termin auf dem Amt und bin durch die Stadt gefahren in der U-Bahn und im Bus und habe mich auch noch kurz in einen Café gesetzt. Und also es ist so wie immer. Also in Moskau ist der Krieg tatsächlich weit weg. Man hat manchmal das Gefühl, dass der Krieg die Menschen in Deutschland mehr bewegt als hier in Moskau. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, auch wie Sie das beschreiben. Die Fernsehansprache von Wladimir Putin war ja umso deutlicher und irgendwie kurioser, groteske Züge hat das ja fast schon angenommen. Er sprach hier von Entnazifizierung, vom Erpressungsversuch, von Friedenstruppen. Wie haben Sie das erlebt? Was kann man dazu eigentlich noch sagen? Ja, also es hat ja eigentlich schon am Montag begonnen, als er in diesem 40-minütigen Monolog ja eigentlich auch schon lauter Dinge behauptet hat, die einfach unzutreffend sind. Die eigentlich, also wo man sich fragt, ist der Mann, tickt der jetzt völlig aus? Was mich eigentlich wundert, weil ich habe Wladimir Putin eigentlich bisher bei aller Kritik, die berechtigt ist an seiner Person und das schon seit langer Zeit inzwischen, immer noch eine gewisse Rationalität zugetraut. Oder ich habe ihn bislang eigentlich als sehr rationalen Typen kennengelernt. Wenn man ihn so sieht, es gibt ja 3 große Fernsehtermine immer in Russland, das ist immer die Rede zur Lage der Nation, dann diese Fernsehsprechstunde im Sommer und dann noch einmal die Jahrespressekonferenz. Da sieht man immer eigentlich einen unglaublich gut gebrieften, bis ins letzte Detail gebrieften und immer bis auf den Punkt vorbereiteten Mann, der wirklich auch alles sehr rational immer begründet hat. Und jetzt, seit Anfang dieser Woche, sehe ich irgendwie einen Mann, der mir überhaupt nicht mehr rational vorkommt, der mir sehr emotional auch sehr vorkommt und sehr angefasst. Die Frage ist ja, woran könnte das liegen sozusagen? Na, ich glaube, in ihm hat sich sehr, sehr viel aufgestaut. Ich glaube, er nimmt es sehr persönlich, diese Diskreditierung Russlands im Westen, die es ja zum Teil wahrscheinlich wirklich gibt. Und ich glaube, es ist sein Lebensthema, dass er hat es als Geheimdienstmitarbeiter beim KGB, ist er durch den Kalten Krieg geprägt worden. Und hat dann miterleben müssen, dass die Macht, für die er gestanden hat, einfach sehr tief gefallen ist in den 90er Jahren. Und dass einfach die andere Seite den Kalten Krieg gewonnen hat und jetzt immer weiter ihre Einflusssphäre Richtung Russland schickt, was er, glaube ich, aus seiner Biografie heraus auch wahrscheinlich persönlich nimmt. Sie haben jetzt davon gesprochen, wie rational Putin eigentlich noch ist. Es gibt viele Sanktionen seitens der EU, seitens zahlreicher Staaten, die angedroht wurden, die jetzt auch in die Tat umgesetzt wurden. Das hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz etwa nochmal gesagt. Bleibt die Frage, was kann Putin eigentlich stoppen? Also so wie es jetzt aussieht, eigentlich gar nichts mehr. Er hat jetzt wirklich alle Brücken zum Westen abgebrochen, indem er die Ukraine auf breiter Front angreift und damit sich auch jeder Schutzbehauptung
beraubt, die er bisher ja immer noch irgendwie, auf die er immer noch irgendeine Rückfallposition hatte, indem er sagt, er hilft ja nur den Separatisten in Donetsk und in Lugansk. Und jetzt ist ihm, also er legt gar keinen Wert mehr darauf, dass er irgendwie das noch irgendwie begründet, sondern er macht jetzt einfach sein Ding. Und das ist halt die maximale Brüskierung des Westens und er nimmt keinerlei Rücksichten mehr. Und natürlich muss er jetzt auch damit rechnen, dass das gesamte Besteck der Sanktionen ausgepackt wird. Und da ist tatsächlich, glaube ich, auch sehr fraglich, ob er da schon weiß, was da alles auf ihn zukommt. Weil das ist ja schon enorm, was jetzt da in den Raum gestellt wird. Ich glaube, der Westen kann nur noch mit Gegengewalt reagieren. Also es gibt keine weitere Möglichkeit mehr. Das wäre natürlich dramatisch an dieser Stelle. Paul Katzenberger, RND-Korrespondent in Moskau, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Danke. Alle weiteren Entwicklungen im Krieg gegen die Ukraine lesen Sie natürlich wie gewohnt im Live-Blog bei rnd.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.